Hallo, mein Name ist Tina Kadenbach-Blome. Ich bin die leitende Oberärztin der Frauenklinik hier in Altona und die leitende Ärztin der Urogynäkologie. Heute möchten wir, ich und mein Team, Sie über ein besonders schonendes Therapieverfahren in der Behandlung von Myomen der Gebärmutter informieren, welches wir als einzige Klinik in Hamburg und als eine der wenigen Kliniken in Deutschland jetzt für Sie anbieten können. Was sind Myome? Myome sind gutartige Muskelknoten in der Gebärmutter, die ungefähr 70% aller Frauen ab 40 betreffen, macht aber nur in ungefähr 20% der Fälle Beschwerden. Was sind die typischen Beschwerden von Myomen? Das sind vor allen Dingen eine schmerzhafte und eine verstärkte Regelblutung. Mit dem Sonata-Verfahren können wir jetzt ein sehr komplikationsarmes, kurzes und schnittfreies Therapieverfahren zur Behandlung der Beschwerden von Myomen anbieten. Das ist das Sonata-System. Der Eingriff findet in einer Kurznarkose statt, dauert ungefähr 15 Minuten. Diese Sonata-Sonde wird in die Gebärmutter eingeführt und wie man hier sieht, ist an der Spitze des Gerätes eine Ultraschallsonde. Das heißt, der Eingriff passiert die ganze Zeit unter Ultraschallkontrolle. Mit diesem kleinen Ultraschallgerät wird das Myom aufgesucht in der Gebärmutter, also genau lokalisiert. Hat man es gefunden, wird der Ultraschallkopf zur Seite geklappt und durch die Spitze wird das Myom erhitzt. Das dauert ungefähr 3 Minuten und danach ist der Eingriff auch schon wieder abgeschlossen. Im Verlauf der nächsten 3 Monate bilden sich die Myome dann nach und nach zurück. Zum Teil werden sie durch die Menstruationsblutung abgestoßen und nach ungefähr 3 Monaten hat man eine Beschwerdereduktion von bis zu 90% erreicht. Dieses Therapieverfahren wird von allen Krankenkassen übernommen. Wenn Sie Symptome haben oder eine Beratung wünschen, kommen Sie gerne in unsere Myom-Sprechstunde.